so oder so ähnlich sehe es aus, wenn ich das tun würde. Aber wie steht es um unsere Kölner? Gehen die ab und zu in die Büsche, um es sich zu holen? Die eine oder andere Zecke am Genital lässt sich da wohl nicht vermeiden. Outdoor, habt ihr schon mal getan? I guess every gay have a kind of adventure like this, and I did like 3 or 4 times on the car in the forest. So I guess everyone gonna say that answer yes. Outdoor, hast du das schon mal ausprobiert? Im Auto, ich hatte Outdoor. Also im Außenbereich Sex gehabt oder irgendwie masturbiert oder sonst was? Ja, hatte ich schon. Nein, tatsächlich nicht. Wie war das? Es war ein bestimmter Kick und es hat auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Kann das in Serie gehen? Machst du das öfter? Nein, überhaupt. Also eine Ausnahme und dadurch auch ganz besonders? Nicht unbedingt eine Ausnahme, aber dennoch oft tue ich es trotzdem nicht, aber für den Kick. Brauchst du da die richtige Person für? Schon, ja. Also, nein, nee. Da bin ich ziemlich Princess. Also draußen geht gar nicht. Ich mag meine Dusche, also vor und nach. Ne? Und Outdoor ist eher nicht mein Ding. Also, ja. auch alleine? Nein. Okay, also dann schon gut, Erregung öffentlichen Ärgernisses oder wie ich sage, öffentliche Erregung. Alleine oder mit jemandem zusammen? Ja. Beides, okay, cool. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich habe mich damals mit meinem Ex-Freund in einem Lost Place getroffen. Und hinter dem Lost Place haben wir halt so gedacht, ja, warum mal nicht? Ne? Und dann haben wir halt dort angefangen, uns gegenseitig irgendwie ein bisschen zu betatschen. Und dann ging die Hose irgendwann auf. Na gut, nach gut 2 Minuten oder so kam dann der erste Passant vorbei und hat uns dabei erwischt und wollte wissen, wie man zum nächsten Lost Place kommt. Und dann musste mit dem natürlich erklären, wo es lang geht. Und der hat uns aber voll dabei erwischt und hat auch genau gemerkt, was abgeht. Und jetzt so Stichwort Cruisen irgendwo, sich im Wald treffen und dann da gucken, was geht? Nee, also sowas nicht. Aber Auto hat schon einen gewissen Reiz auch auf dich? War mal eine Erfahrung, aber ich würde es nicht nochmal machen. Okay, war das Bett immer noch irgendwie das traute Heim und so? Ja, genau. Inside of the car and out of the car, also I did. In the forest. At the car and up against the car. Yeah, I did. And was that better than the bed? Actually, it's kind of different fantasy, but I like it. Ich kann gut den Rheinpark empfehlen, weil das war das beste Erlebnis, was ich hatte. Ja, da war mal was. War das eher so eine Notlösung oder war das auch cool? War schon cool. When was the last time you've done it? Oh, I guess it's a hard question. I guess it's many months ago because when I was living here first time, I didn't have home and I did it in the forest. So is Germany better for that since there's more and like tighter forests here? Well, it depends the forest. No, I'm just kidding. I'm just like, I mean, the woods are pretty good here. Well, I don't know. I like it. So then it's warmer in Turkey, so you could do it all year round. Well, yeah, I guess here is more better because we can find really much forest, so it's easier here.